Nachdem wir über die SEK-Übergriffe vom 16. Dezember 2017 auf eine Weihnachtsfeier in Düsseldorf berichtet hatten, wurde uns klar, dass sich damit für viele Menschen nur die Spitze des Eisbergs gezeigt hatte. Wir wollen deshalb mit diesem zweiten Teil einige Wahrheiten mehr über das Verhalten polizeilicher Sturmtruppen offenbaren. Vor einiger Zeit haben wir von einem Gespräch erfahren, das ein, okay, gut angesoffener Ex-SEK-Beamter am Tresen einer Bar geführt hat. Neben Prahlereien über die Professionalität seiner ehemaligen Kollegen, über internationale Wettbewerbe zwischen Polizeitrupps und Ähnlichem, kam es zu einigen Äußerungen, die uns aufhorchen ließen. Zitat des Ex-SEK-Beamten: SEK sind sowieso nur die Schwanzverlängerung von Staatsanwälten und Politikern. Wenn das das Selbstverständnis von SEKs ist, was sind sie dann für Staatsanwältinnen und Politikerinnen? Vor einem Einsatz gegen Hells Angels wurde den beteiligten SEKs mitgeteilt, beim geringsten Widerstand soll sofort von der Schusswaffe Gebrauch gemacht werden. Es wird von ganz oben dafür gesorgt, dass vor Gericht nichts verrutscht. Diese höchste Stelle kann nur der damalige Landesinnenminister gewesen sein. Die verwegenste Aussage des Ex-SEK-Beamten war, da ist noch 1:1 fällig. Auf Nachfrage folgte die Erklärung, das ist die Sache mit Bonn, die Rechnung ist noch offen. Sollte das zutreffen, erscheinen manche SEK-Einsätze in einem ganz anderen Licht. Als wir euch über diesen SEK-Einsatz auf die Wohnung eines Hells Angels informiert haben, blieb ein kleines Detail unerwähnt, das wir damals als unbedeutend eingeschätzt hatten. Heute sehen wir das anders. Kurz vor der Sprengung der Wohnungstür wurde nämlich geklopft. Wäre der Wohnungsinhaber wie üblich zur Tür gegangen, hätte die Sprengung ihn oder seine Freundin mit Sicherheit schwerst verletzt, wenn nicht getötet. Übertrieben? Dann seht euch das mal an. Das sind die Folgen nach einem SEK-Angriff auf eine Hells Angels Wohnung in der Nähe von Koblenz. Die Haustür wurde dabei mittels einer Sprengung förmlich zersplittert. Die Ladung war so stark, dass das gesamte Gebäude vom Fundament bis zum Dach beschädigt wurde. Sachschaden laut Gutachten 80.000 Euro. Wäre jemand hinter der Tür gestanden oder hätte sich nur auf der Treppe befunden, wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit der Tod dieser Person die Folge gewesen. Bei einer SEK-Festnahmeaktion in Berlin wurde einem bereits am Boden fixierten Hells Angels Member so heftig ins Gesicht geschlagen, dass der Augenrandschädel gebrochen und das Auge in die Höhle gedrückt wurde. Für einen Zeitraum bestand die Gefahr der Erblindung. Der SEK-Beamte rechtfertigte diese schwere Körperverletzung mit der Behauptung, der Hells Angel hätte nach einer Waffe gegriffen. Dieser Spruch wird von solchen Polizisten genauso häufig verwendet, wie er unglaubwürdig ist. Denn Profis lassen es zu einer solchen Situation gar nicht erst kommen. Das sind nur drei Beispiele von Übergriffen, die von der Polizei und Politik gerne als robustes Vorgehen weichgespült werden. Da es in den vergangenen Jahren mehrfach auch zu Tötungen durch SEK-Beamte gekommen ist, ist es für mich nur eine Frage der Zeit, bis ein Hells Angel, eine unserer Frauen oder eines unserer Kinder getötet wird. Eins muss mal klar gesagt werden: Gefesselte Frauen misshandeln oder stundenlang in der Kälte liegen lassen, das tun Männer nicht. Junge Hunde vor den Augen eines Kindes erschießen, das tun Männer nicht. Und wenn ein SEK-Beamter mit der Maschinenpistole in einen Kinderwagen zielt, in dem ein Säugling liegt, und das vor den Augen der Mutter, dann ist es scheißegal, welche Uniform er trägt. Ein Mann jedenfalls tut sowas nicht. So viel dazu. Wenn jemand solche Informationen von Übergriffen durch Polizeisturmtrupps oder anderen Einheiten hat, dann nur zu. Meldet sie uns über Hells Angels Media oder jeden anderen Hells Angel. Bei uns erreicht ihr die richtige Stelle. Denn wir heulen nicht mit den regierungstreuen Medien, wo ständig gelogen, vertuscht und manipuliert wird. Bleibt wachsam. Freunde, verlasst euch auf euch selbst. Kämpft für eure Familien und Freunde. Achtet auf eure Frauen und Kinder. Verlasst niemals den geraden Weg, auch wenn es schwierig wird. Und lasst uns gemeinsam gegen den demokratischen Verfall unseres Landes kämpfen. Bereitet euch vor für das, was kommt. In Gedanken bei euch. Die Zukunft gehört uns. Wir sehen uns am 8. September in Berlin bei der Demo Freedom is our religion.